Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. Ich bin ein Missionar. Ich wandle über dieses kranke Land mit seinen Heiden, dessen Bevölkerung sachlos mit ihren eigenen Seelen und denen anderer umgeht. Unter ihnen Wächter. Ja, ich weiß, was du bist, und dein Name interessiert mich nicht. Namen sind für ehrbare Leute, dein Licht aber scheint aus einem viel dunkleren Ort. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Du und ich, uns ist es vorgegeben, zusammen auf Wanderschaft zu gehen. Ich habe dich in den Flammen gesehen, nicht dein Gesicht, aber deine Seele. Er grunzt abermals und kneift die Augen zusammen. Alles zusammengezogen wie ein Weidmannsknoten. Du hast meine Seele in den Flammen gesehen? There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. Die Dinge, die wir einander lehren können, solltest du Antworten benötigen, um deine Fragen zu ummanteln. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Außer dir zwinge ich niemanden meine Worte auf. Es ist mir gleich, wer dich begleitet oder was ihre kläglichen Probleme und Angelegenheiten sind. In der Welt heult schon genug herum, ohne dass ich dieses Feuer schüre. An eurem Proviant werde ich mich auch nicht halten. Ich brauche unterwegs nicht viel. Ich kann mein eigenes Gewicht gut tragen, sagt er und atmet ein, was auf dich wiederum wie der Blasebalg eines Schmiedes wirkt und lächelt dich dann mit fast stolzer Miene an. Was nicht unentbehrlich, unerheblich ist, also sein Gewicht. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Viele werden sich dir entgegenstellen. Er starrt dich einen Augenblick an, wobei er die Augenbrauen hochzieht. So wie es aussieht, haben sie das bereits und wohl ihre Zeichen hinterlassen, die du schlängelnd wie eine Spur hinter dir herziehst. Welche Art von Zeichen? Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. Er starrt dich fast stumpfsinnig an, aber konzentriert ins Gesicht, dann in deine Augen. Krankheit, Seelenwind, er zuckt mit den Achseln. Beide hätten dich berühren können, aber trotzdem stehst du nun hier. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Und was die Krankheit angeht, er tippt auf die Pockennarbe auf seinem Gesicht. Nicht alle von uns waren dem Wasser so nahe, als die Pocken zuschlugen, aber ich trage sie nun nicht mehr in meinem Fleisch. Auch sie haben ihre Spuren hinterlassen. Aber wie die Flammen schlagen auch die Pocken nicht zweimal zu und sie sind nicht ansteckend. Ja, solltest du dir deine steinerne Herrin da gestatten, dann komm mit. Sieh, Dorans wirft einen Blick, wirft der Statue einen Blick zu und kichert dann leise. Mach dir um ihre Eifersucht keine Sorgen, sein Kichern erstirbt zu einem unverfälschlichen Lächeln. Lass uns sehen, was der Weg für uns bereithält, Wächterin. So, mit was ist Duvens ausgerüstet? Oh, mit einem Stab und seinem Kampfstab und seiner Robe. Okay. Überleben und Wissen. Worunter fällt Stab? Also Kampfstab wäre das hier eigentlich. So, ja, dann Kampfstab und Jagdbogen. So, nochmal. Dann machen wir mal Athletik und Überleben. Und er kriegt neue Zauber.
Und wir haben Duels. Yes. What? So, Duels hat einige Zauber. Erzeugt einen greifbaren Schild des Clowns, der die Schadensreduktion von Verbündeten im Wirkungsbereich erhöht. Ja. Wiederherstellung von Ausdauer ist auch nicht schlecht. Mhm. Das ist halt auch alles nur per Rast, was du wenn's benutzen kann. Was aber auch nicht so schlimm ist. So, jetzt gucken wir uns hier in Magrans Gabelung in Ruhe um. Oh, hallo, Verzeihung, aber du hast mich ordentlich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas in den Buschlasten hören, aber das warst wohl nur du. Wie dumm von mir. Du brauchst nicht zufällig Vorräte. Ich wollte eigentlich zur Matma-Brücke, aber vielleicht ist es besser, ich gehe zurück in die Stadt und versammle noch einige Leute. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich war, sag, hast du etwas gehört? Ja, da kommt der Wolf. Dem können wir mal eine verpassen. Navaru beyond seek. Oh, das hat schon wehgetan. Bei allen Sternen am Himmel, danke, ich habe diese Ungeheuer noch nie so kühn erlebt. Seltsame Zeiten sind das. Hier, nimm das. Ich reise zurück nach Goltan und kannst es besser gebrauchen. Ja. Ausdauertränke. Das hier ist Ausdauerregeneration und das hier ist Instant-Ausdauer. Also ja, was für Edea. You can trust me. Weil Edea hat ja als Krieger... Oh, das sind ein paar mehr. Das heißt, Edea wirft einen um. Alauf macht das. Duvens macht... Hey. Glaubenskuppel mal an. Ja. Hätte ich mal lieber selber. Hi. Okay, wir haben leicht Verletzte. Okay, dann können wir jetzt gleich mal, nachdem wir das hier eingesammelt haben, rasten. Weil das war dann schon ein etwas schwierigerer Kampf. So, Heilung erhalten? Nee, Schadensreduktion ist bei den meisten eigentlich am besten. Wobei, ihr beide geht mal auf Bestie und ihr beide auf Schadensreduktion. So, holen wir mal den Jagdbogen raus. Geben den Duvens. Dann rasten wir mal. So, jetzt geht es uns schon viel besser.
Also ich sag's mal so, ich werde es nicht mehr so machen wie im ersten Playthrough, dass ich mit den Rastvorräten und mit dem Rasten geize. Wenn wir so angeschlagen sind, dann rasten wir einfach. Kupferstücke und Dietrich. I'm here. Gehen wir hier rein. Gucken, was hier drin ist. Gemüse. Noch mehr Goldrot-Priem und... Ha, neue Rastvorräte. Sehr schön. Weil mit Rastvorräten werden wir zugebombt. Sieht man ja. Kann gerade mal 4 Stück mitnehmen. Und habe jetzt schon welche liegen lassen müssen. So. Die verfallene Hütte. Ach stimmt, ich habe nicht nachgeguckt, was in der auf der Nordstraße ist. Aber ich glaube, da geht's nur in das nördliche Gebiet. Ja, genau, Esternwald. Wenn ich hier rausgehe, geht's in die Schwarzauen, genau. Mal zwischendurch einen Quicksave machen. Die da, schnappt euch die da. Okay, Goldpakt Paladin. Das heißt, wir müssen hier... ein bisschen mehr... Ja. Oh. Okay, Alof hat da gut was eingesteckt. Waffe unwirksam, Idee, okay. Ich glaube, das war für unwirksam. Das nehme ich mal aus der... Wenn, dann lieber außergewöhnliche Verteidigung. Ich glaube, die stelle ich alle mal auf defensiv. Und guck mal, wie sie sich dann verhalten. Weil wenn sie aus Versehen anfangen, dann rumzueideln, ist das auch nicht so gut. Yes. So, was haben wir hier? Zauberbuch für dich. Oh, Goldswill. Oh, ein großes Schild für mich. Ist praktisch. Zweihänder. Luandras Befehl, den lesen wir nachher. So, aber... Ah, hier sind ein paar Zauber drin, die Alof noch nicht kennt.
Ob ich die jetzt aber gerade lernen möchte, ist die andere Sache. So ein großer Schild für mich. Mal gucken, ob sich das ausgeht. Aber jetzt erst einmal speichern. Das wäre jetzt Let's Play 003. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.